Hi und herzlich willkommen auf Scubanaut, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie auf Facebook bereits angekündigt, wollte ich euch einen kleinen Test meiner neu erworbenen WeFine Solarflare 5000 vorstellen. Die Solarflare 5000 ist eine reine Videolampe und hat eine Lichtleistung von ca. 5000 Lumen mit einem Abstrahlwinkel unter Wasser von ca. 120 Grad, welches durch ein Glasdome ermöglicht wird, welche vorne an der Lampe angebracht ist. Die Tarierung beträgt 550 Gramm an Land und 255 Gramm unter Wasser. Die Lampe hat zwei Lichtmodi, einmal ein rotes Flutlicht sowie ein weißes Flutlicht. Für das Weißlicht besitzt die Lampe vier Dimmstufen, 100, 75, 50 und 25%, sowie drei Dimmstufen für das Rotlicht, 100, 50 und 25%. Die Lampe ist geeignet für eine Tauchtiefe bis 100 Meter und kann zudem über eine Fernsteuerung, welche auch von WeFine erhältlich ist, remote gesteuert werden, was das Ganze etwas vereinfacht und euch noch die Möglichkeit gibt, die Dimmstufen etwas feiner zu justieren. Zwischendrin möchte ich noch einmal anmerken, dass dieses kein Test unter Laborbedingungen ist und auch nicht sein sollte, sondern eher ein Test, wie es live unter Wasser bei dem ersten Sprung ins Wasser ausgesehen hat und ihr euch einfach mal die Lichtleistung mit einer Lampe am Tray anschauen könnt. Zum Vergleich habe ich euch klein eingeblendet einmal die Aufnahmen hier an der Barkasse am Kulkwitzer See, welche ich ohne Lampe gemacht habe, circa eine Woche zuvor. Und jetzt mit einer WeFine Solarflare 5000 am Tray mit einem Arm, der etwas zu kurz war. Deswegen habe ich hier noch ziemlich viel Backscatter im Bild, beziehungsweise ziemlich viel das Sediment, beziehungsweise die Partikel im Wasser angeleuchtet. Das können wir noch verbessern, indem wir die Arme etwas länger haben. Was ich euch mit diesem Video aber einfach zeigen möchte, ist die tolle Lichtleistung und der tolle Abstrahlwinkel bei nur einer Lampe, mit welcher wir aber schon eine sehr homogene Ausleuchtung erreichen können. Das Videomaterial ist aufgenommen in Verbindung mit der DJI Osmo Action und zwar das Ganze in 4K bei 60 Frames per Second. Ich bin im D-Cine-Like-Modus und habe die Rocksteady-Funktion abgeschaltet, um einfach einen weiteren Blickwinkel zu haben. Dazu habe ich noch die ISO maximal auf 400er ISO begrenzt, um einfach ein Bildrauschen zu vermeiden in dunklen Stellen. Nicht, dass die Kamera plötzlich die ISO einfach mal hochzieht. Das wollte ich vermeiden, deswegen hier die Begrenzung auf max 400 ISO. Dieses Video soll auch dazu dienen, einfach mal allen Lampenmuffeln zu zeigen, dass es doch extrem viel Sinn macht, auch die Lampe mit ins Wasser zu nehmen. Auch wenn man ein bisschen mehr dabei hat, das Tray wird immer größer. Am besten auch noch zwei davon, so wie ich es in Zukunft auch machen werde. Noch eine zweite Solarflare da dran. Es ist einfach groß, das ganze Tray dran. Ja, das kann ich verstehen, aber die Aufnahmen sind einfach viel besser. Man hat eine echt tolle Farbwiedergabe. Das Ganze ist ohne Farbkorrektur einhergegangen. Ich habe simpel nur noch ein bisschen Kontrast hinzugefügt, da das Cine-Like-Profil ja sehr flach ist. Mehr habe ich gar nicht gemacht, das war es schon gewesen. Und ich finde, die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Wie gesagt nochmal, das Ganze ist komplett ohne Bearbeitung, außer ein bisschen Kontrast in Premiere Pro einhergegangen. Auch wie ihr hier an dieser Stelle am Video sehen könnt, sind wir hier am Kulkwitzer See auf circa oder auf dem Weg zu circa 22 Meter bei einem leicht bewölkten Tag. Das heißt, wir haben nicht viel Sonnenlicht von oben. Aber die Ausleuchtung dieser einen Lampe finde ich wirklich sehr, sehr toll. Sehr homogen, 120 Grad Abstrahlwinkel machen wirklich ein tolles Bild. Kann man nicht anders sagen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, nein, ich habe die Lampe nicht bezahlt bekommen, ich habe sie nicht gestellt bekommen über irgendeinen Shop, ich habe sie legal bestellt und von meinem eigenen hart verdienten Geld bezahlt. Im Übrigen, die Lampe liegt zwischen 550 und 600 Euro, ist aber auch ein guter Preis für die Lampe, muss ich sagen, sie bietet einem echt alles, was man braucht. Der ein oder andere wird jetzt sagen, unter 8 oder 10.000 Lumen würde ich mir keine Lampe kaufen. Ja, kann ich nachempfinden, je nachdem für das Einsatzgebiet, was man braucht. Aber für den Hobby-Videografen, der einfach mal zwischendurch ein paar Videos macht, finde ich das definitiv ausreichend. Ich finde das auch für mich super ausreichend, denn ich zähle mich zu derselben Zielgruppe. Wenn in Zukunft noch die zweite Lampe kommt, dann habe ich in Gänze meine 10.000 Lumen. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall für meine Zwecke. Und ich finde, das Bildmaterial spricht für sich, im Gegensatz natürlich dazu, wenn man keine Lampe hat. Ich finde die Lampe einfach gut, wollte sie euch damit einfach mal vorstellen. Ich war damit im Wasser, der erste Test war erfolgreich. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie der Langzeittest so weitergeht. Wie immer natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.